Gut und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Freut mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute wollte ich euch gerne mal zeigen, wie ich eine Holzform herstelle, um zum Beispiel mehrere Körbe einer Größe herzustellen. In dem Fall jetzt ist es eine Bestellung von Wäschesammlern. Und um euch das mal zu zeigen, wie ihr vielleicht selbst solche Projekte angehen könnt, zeige ich euch mal, wie ich aus dünnen kleinen Lättchen und solchen Brettern hier mir eine Holzform herstelle und wie ich daran später dann einen Korb fertigstelle. Das werdet ihr dann hier im Verlauf des Videos noch sehen. Für die, die es interessiert, werde ich hier unten dann die Maße mal draufschreiben, nur um mal einen Anhaltspunkt zu haben, wie das Ganze hier sich ausgestaltet hat. Als erstes habe ich mal die Mitte ausgemessen für den Kreis der Bodenplatte und der oberen Platte. Als nächstes habe ich dann die beiden Platten mal miteinander verbunden, also miteinander verschraubt, damit ich die dann quasi in einem Zug auch sägen konnte. Mit einer Schnur habe ich mir dann quasi einen Zirkel gemacht, um den Kreis einmal anzeichnen zu können. Dann habe ich natürlich die Platten ausgesägt anhand dieser Kreisform, die ich da vorgezeichnet hatte. Den Abschnitt des Holzes habe ich dann verwendet zum Aussteifen der Holzform, da die Ecken in einem rechten Winkel sind, steifen die das ganz gut aus. Jetzt habe ich dann die Latten angerissen und abgelenkt. An die Leisten habe ich eine Markierung gemacht, wo ungefähr die halbe Plattenstärke ist, oben und unten, damit ich dort vorbohren konnte, um die Leisten dann mit den Platten zu verschrauben. Als nächstes habe ich mir dann Markierungen am Plattenrand angebracht, um zu wissen, wo ich die Leisten anbringen muss. Ich habe das auch hier wieder gemacht mit 12 Leisten. Das fällt mir immer leichter, das Ganze dann einfach aufzuteilen. Und an diesen Markierungen habe ich dann jeweils rechts neben der Markierung die Leisten angebracht.
Tja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Das ist im Grunde jetzt die Holzform, die ich für diese Wäschesammlerkörbe quasi vorgearbeitet habe. Der steht jetzt hier auf so einem Hocker mit einem Drehteller. Da kommt jetzt quasi der Korbboden, kommt quasi hier drunter. Dann kann hier aufgestarkt werden und dann wird jeder Korb gleich groß. Die Höhe schließt oben direkt ab und dann hat man immer den gleichen Korb. So, und dann folgt der nächste Schritt, den werde ich dann morgen filmen, damit ihr das dann heute auch sehen könnt. Bis dann. So, weiter geht's mit dem Boden. Ich habe jetzt hier einen Boden geflochten, der ist ca. 38 cm im Durchmesser. Insgesamt wird das nachher ca. 40 cm im Durchmesser sein. Den werde ich jetzt erstmal aufstarken, der kommt auf meinen Drehteller. Da packen wir ein kleines Gewicht mit drauf und dann wird der erstmal aufgestarkt. Tja, wie immer wird erstmal angeschalmt. Und jetzt wird aufgestarkt. Schon kann unsere neue Tonne da drauf. Schön mittig platziert. Ich habe hier noch ein zusätzliches Gewicht drin, das ist ein Hammerkopf. Und schon geht's los mit der ersten Schicht. Da das ja ein Wäschekorb wird, lege ich die Enden nach außen. Und die zweite Schicht. Und die dritte Schicht. So, jetzt kommt eine Schicht mit geschälten Weiden. Das sieht einfach mal ganz schön aus. Ein bisschen putzen. Tja, und so sieht er jetzt aus. Hier ist noch ein kleiner Stellrand dran gekommen. Hier an der Stelle. So. Es fehlt nur noch der Deckel, aber den mache ich erst, wenn ich alle drei fertig habe. Jetzt sind die Deckel dran.
noch ein kleiner Henkel dran und dann sind wir fertig. So, jetzt haben wir auch einen Griff dran. Und jetzt packen wir das Ganze drauf. Und fertig ist er. So, alles fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr wisst jetzt, wie man so einen Holzkorpus herstellen kann, um zum Beispiel so einen tollen Wäschekorb mit Deckel herzustellen. Das kann man natürlich nochmal im Einzelnen vertiefen. Heute ging es nur mal darum, um zu zeigen, wenn ich sowas plane, quasi als Serie, als mehrere von einer Sorte, dann stelle ich mir hier so eine Holzform her. Und darauf kann man dann immer neue Wäschekörbe, Wäschesammler quasi flechten, auch in anderen Weiden natürlich. Eine Besonderheit ist hier nochmal, ich habe alle Enden natürlich nach außen gearbeitet, dass die Wäsche nicht daran hängen bleibt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Hier oben gibt es wieder den Link zu den anderen Flechtvideos und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, euer Andi.